Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Kai Sazai und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu der Show Afghan ist an. Wir beschäftigen uns bei jeder Sendung um ein bestimmtes Thema, wovon die afghanische Gesellschaft betroffen ist. Aber nicht nur die Afghanen sind davon betroffen, sondern auch die Mitmenschen in der Schule, in der Universität, bei der Arbeit oder unsere Nachbarn. Denn jede Entscheidung, die wir treffen, hat auch Konsequenzen auf unsere Mitmenschen. Unser Thema heute ist Hochzeiten zwischen unterschiedlichen oder gleichen Kulturen. Zu diesem Thema haben wir zwei Gäste eingeladen. Einmal die Frau Elha Mahdawi, schönen guten Tag. Guten Tag. Und einmal den Tarek Hashim Sada. Moin. Hallo. Wir laden zu jeder Sendung zwei Gäste ein, die die Pro- und Kontraseite des Themas durchleuchten. Vorab werden wir immer eine Umfrage starten, verschiedene Ansichten und Meinungen sammeln. Ziel ist es, aufklärerische Gedankengänge zu entwickeln, denn wir müssen anfangen, uns gegenseitig zu verstehen, wir müssen toleranter werden, andere Meinungen akzeptieren und vor allem voneinander lernen. Hochzeiten zwischen unterschiedlichen oder gleichen Kulturen. Frau Mahdawi, wie stehen Sie denn zu diesem Thema? Man kann nicht sagen, dass wenn zwei Kulturen zusammenkommen oder zwei Personen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, dass so eine Beziehung wirklich zum Scheitern verdammt ist. Aber man muss halt wirklich berücksichtigen, dass solch eine Beziehung besondere Gefahren oder wirklich Konfliktpotenziale mit sich bringt, die grundsätzlich oder normalerweise in einer Ehe mit einer selben Kultur vielleicht etwas minimierter sind. Was für Gefahren meinen Sie denn? Zum Beispiel, das fängt ja schon an mit der Sprache. Das heißt, wenn ich eine andere Sprache spreche als mein Ehepartner, dann muss ich ja erstmal diesen ersten Kontakt zu der Verwandtschaft meines Partners schaffen. Und wenn ich da dann zum Beispiel dann nicht die Sprache spreche, diese Barriere wird da sein und das ist sehr, sehr schwer, das zu überwinden. Aber ist es nicht oftmals auch der gesellschaftliche Zwang, sprich, dass die Familie eher einen dazu zwingt, dass man jemanden aus der gleichen Kultur heiraten soll? Den Zwang gibt es sicherlich auch, aber wenn man das einmal aus der wissenschaftlichen Sicht betrachtet, dann ist es so, dass wenn man dieselbe Sprache spricht, denselben Hintergrund hat, dieselben Vorstellungen hat, dass man da wirklich einander besser versteht, sich ineinander besser hineinversetzen kann und unterstützt sich gegenseitig. Und wenn es dann wirklich da zwei verschiedene Kulturen gibt, wie gesagt, da gibt es halt viel, viel mehr Reibungspunkte aneinander. Okay. Aber ich glaube, Sie stimmen mit mir überein, wenn ich sage, dass, naja, Liebe ja nicht in der eigenen Hand liegt. Das heißt, man verliebt sich ja irgendwie in einen Menschen. Kann man sich dann die Kultur aussuchen oder sollte man lieber den Partner nach der Kultur selektieren? Naja, die Frage ist ja, wie definiert man Liebe? Und wenn man Liebe wirklich mal aus der wissenschaftlichen Sicht definiert, dann ist es ja so, dass man sich in einen Menschen verliebt, wenn man den lang genug kennt und wenn man dann wirklich auch, wie gesagt, diese essentiellen Grundgemeinsamkeiten hat, die Grundprinzipien, die man im Leben verfolgt, wenn die sich ähneln, erst dann entsteht ja eigentlich eine Liebe. Das heißt, das ist gar nicht so, das kann man nicht voneinander trennen. Mhm. Aber denken Sie nicht, dass, ich sag mal, wenn man eine Ehe eingeht, man aus unterschiedlichen Kulturen kommt, dass man im Laufe der Zeit quasi eine eigene Kultur etablieren kann in der Familie? Also zwischen den Ehepartnern? Das glaube ich nicht, dass man eine eigene Kultur etablieren kann. Man kann höchstens vielleicht für sich eine bestimmte Vorstellung festlegen, die dann untereinander gelten in der engen Familie. Aber dass man sich eine eigene Kultur schafft, also das wage ich zu bezweifeln, weil, wie gesagt, Kultur ist wirklich in unserem Inneren verankert. Das heißt, sogar wenn ich jetzt selber mich dagegen stelle und sage, nee, also in meinem Fall, so afghanisch bin ich ja gar nicht. Mhm. Nur ich bin ja in so einem Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern haben ihre eigenen Denkmuster an mich weitergeleitet. Mhm. Und ich habe die unbewusst in mir drin und das kann man nicht ignorieren. Also die werden sich irgendwo hier und da immer wieder so ein bisschen zeigen. Also da kann man, glaube ich, nicht sagen, dass man sich eine eigene Kultur schafft. Aber haben Sie, heißt das, wenn Sie jemanden kennenlernen, fragen Sie sich als erstes, oh, bist du jetzt Afghane oder bist du es nicht? Und verschließen Sie sich, wenn es nicht der Fall ist? Wenn es konkret um den Fall der Ehe geht, dann gehe ich so vor, ja. Haben Sie eigentlich Erfahrungen gesammelt, also im Freundes- oder Familienkreis, wo unterschiedliche Ehen eingegangen wurden, also Ehen aus unterschiedlichen Kulturen eingegangen sind? Ja, ich habe das öfters in meinem Familienkreis oder auch Bekanntenkreis erlebt und gesehen und wirklich hautnah miterlebt. Und gerade deshalb ist es auch sehr schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich
absolut falsch ist oder richtig. Also das kann man auch so gar nicht sagen. Nur, was ich aus meiner eigenen Erfahrung mitgenommen habe, ist halt, dass sich in dem Bereich, wie gesagt, viel mehr Konfliktpotenzial ergibt. Gut. Weil man sich wirklich dann erstmal irgendwo treffen muss. Und bis das geschieht, das da heißt, die gemeinsame Basis fehlt, was letztendlich die Kultur darstellt. Exakt, genau. Herr Hashimzada, Sie konnten sich ja nicht zurückhalten. Wie stehen Sie denn zu diesem Thema? Haben Sie selbst Erfahrungen? Sind Sie selbst vielleicht mit einer Frau verheiratet aus einer anderen Kultur oder jemand aus der Familie? Erläutern Sie. Nun ja, verheiratet bin ich erstmal nicht. Ich bin erstmal verlobt. Und dieses ganze Thema Kultur, da muss ich mal kurz einhaken. Das finde ich jetzt einfach viel zu pauschal gesagt. Sie reden die ganze Zeit von Kultur und sprechen von unserer Kultur und der afghanischen Kultur. Und ich muss da einfach mal einwenden, dass es hier in Deutschland diese afghanische Kultur, von der Sie sprechen, so nicht gibt. Wir leben hier in einer deutschen Gesellschaft und dementsprechend hat sich die Kultur, von der Sie sprechen, relativiert und ist nicht mehr so feststellbar, wie Sie das sozusagen von Ihren Eltern oder Großeltern beigebracht bekommen haben. Aber da muss ich jetzt einhaken. Das ist eine Definitionssache. Also Sie haben sich selbst quasi die Kultur jetzt so definiert, dass Sie denken, dass die afghanische Kultur in der heutigen Zeit sich geändert hat. Richtig. Aber viele denken nicht so, wie zum Beispiel die Frau Mahdawi. Denn Grundgedanken sind gleich geblieben. Genau. Wie ist es denn, wenn Sie jemanden aus einer anderen Kultur heiraten, dann gehen doch bestimmte Normen oder Wertevorstellungen verloren, weil Ihr Partner anders denkt. Sie haben bestimmte Normen von den Eltern vermittelt bekommen und Ihre Ehefrau ja genauso, Ihre zukünftige Ehefrau ja genauso. Und da steht doch, da ist ja Konfliktpotenzial vorprogrammiert, also da sind Konflikte schon vorprogrammiert, oder nicht? Also ich betrachte das ein bisschen anders. Die Grundnormen, die mir weitergegeben worden sind seitens meiner Eltern, sind die, die auch in der Gesellschaft, in der wir leben, erwünscht und auch geachtet werden. Die Frage ist, welche Gesellschaft meinen Sie denn jetzt? Das macht keinen Unterschied. Ich rede jetzt von Sachen wie Respekt, Toleranz, Akzeptanz, Höflichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Das sind Werte, die mir meine Eltern mitgegeben haben. Und das sind Werte, die in dieser deutschen, europäischen Gesellschaft geschätzt werden. Genauso wie in der Gesellschaft in Afghanistan, Indien, Türkei, wo auch immer. Das macht gar keinen Unterschied. Naja, wenn es so ist, dann kann man ja aus Ihren Meinung schlussfolgern, dass auf der ganzen Welt es nur eine einzige Kultur gibt. Nicht eine einzige Kultur, aber eine Übereinkunft von Werten und Moralvorstellungen, die übereinstimmen. Aber Sie beide sind doch der ich glaube, Sie beide stimmen mit mir überein, wenn ich sage, dass die Kultur etwas Dynamisches ist, richtig? Da würde ich denn von Ihnen gerne wissen, gerade weil die Kultur etwas Dynamisches ist, sich im Laufe der Zeit ändert und wenn Kinder, Ihre zukünftigen Kinder, zwischen zwei verschiedenen Kulturen aufwachsen, denken Sie nicht, dass Sie irgendwie Ihre Identität verlieren? Identität ist eine schwierige Frage. Da muss man sich zunächst einmal fragen, wo ist denn die Identität, wenn man von einer einseitigen Erziehung spricht? Welche Faktoren muss man da berücksichtigen? Hier in Deutschland ist es ja nicht so, dass man sozusagen sagt, ich erziehe jetzt meine Kinder unter meinem Haushalt, unter meinem Dach und alles andere bleibt verschlossen. Es gibt die Medien, es gibt die Freunde, es gibt die Schule, es gibt viele verschiedene Faktoren, die auf eine Erziehung einwirken können, sodass man als Elternteil, sprich als Mutter oder als Vater, gar nicht mehr in dem Maße kontrollieren kann und sagen kann, mein Kind wächst so auf, wie ich es mir wünsche, sondern ist vielfach der Interaktion der Gesellschaft ausgesetzt. Und weil das so ist, macht es für mich einen weniger großen Unterschied, ob man jetzt aus Afghanistan stammt oder aus der Türkei oder aus Iran oder aus Deutschland oder aus Frankreich oder aus England. Alles dasselbe. Aber finden Sie nicht, dass gerade die Unterschiede in der Mentalität dazu führen können, dass mehr Streitereien entstehen können? Ich meine, vielleicht, wenn Sie jemanden aus einer anderen Religion zum Beispiel heiraten, Sie selbst sind ja muslimisch aufgezogen worden und Ihre Frau ist zum Beispiel Christin. Und Sie möchten gern, wir fangen mal ganz simpel an, die Beschneidung des eigenen Kindes. Da fängt schon an die ersten Streitereien, oder nicht? Naja, das sind natürlich schon ganz sensible, kritische Themen, die man da mit in Angriff nehmen muss. Aber ich denke, dass es auch Teil des gesellschaftlich-demokratischen Prozesses ist, dass man immer versucht, eine Einigung zu finden. Und in dem Fall muss man dann auch natürlich eine Einigung finden zwischen den Ehepartnern. Dass man zum Beispiel sagt, meinetwegen Weihnachten gehen wir zu deinen Eltern und wenn Bayram oder Eid ist, gehen wir zu meinen Eltern. Und wenn man diese Übereinkunft trifft und wenn man diese Bereitschaft und diese Offenheit mitbringt als Partner, dann steht einer gesunden Beziehung nichts im Weg. Mhm. Frau Mahdawi, wenn ich das richtig verstanden habe, ist für Sie die Kultur ein Bindeglied zwischen zwei Menschen. Wie würden Sie, also Sie hätten eigentlich gar keine Probleme, oder?
Also kurz, um auf Ihre Meinung einzugehen. Ich finde, dass Sie das eher sehr idealistisch sehen. Also es ist wirklich optimal gesehen und im idealen Fall und ein bisschen romantisch gesehen. Man muss ja wirklich, wirklich diesen Alltag betrachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter eines Kindes einen Mann habe, der nicht aus meiner Kultur stammt. Zum Beispiel, ich spreche Japanisch und mein Mann spricht Persisch. So, jetzt haben wir da ein Kind. Ich spreche mit meinem Kind auf Japanisch. Mein armer Mann versteht nicht, was ich mit meinem Kind da gerade spreche. Oder andersrum, er spricht Persisch und ich verstehe nicht, was sie da gerade miteinander besprechen und ich kann mich gar nicht integrieren. Also diese ganze feste Gemeinschaft geht für mich da wirklich ein Stück weit verloren. Das ist doch toll, da wächst das Kind mehrsprachig auf. Ja, mehrsprachig hin und her, aber es wird auch hin und her gezogen. Das heißt, einmal in diese Kultur, einmal in diese Kultur. Manchmal weiß es dann gar nicht, in welche Richtung es sozusagen gehen soll. Und allein schon, dass ich dann in der Sekunde, wo mein Mann mit meinem Kind spricht, bin ich dann isoliert. Das heißt, ich kann mich... Aber das haben Sie doch auch, wenn Sie in Deutschland aufwachsen. Sprich, da sind Sie ja auch zwischen der afghanischen Kultur und der deutschen Kultur hin und her gerissen. Ja, klar. Aber es ist ja noch was anderes, als wenn ich jetzt einen Ehepartner aus einer anderen Kultur habe. Ich bin jetzt hier aufgewachsen, ich lebe hier und habe mich auch super integriert. Nur wenn wir jetzt auf das Thema Ehe zu sprechen kommen, da sind wirklich noch andere Faktoren im Spiel, wie zum Beispiel einen sehr großen Einfluss haben ja auch die Familien. Das heißt, wenn dann nicht mal die Familien untereinander kommunizieren können, dann fühlt sich irgendwann einer von diesen Seiten, fühlt sich dann, wie gesagt, isoliert, abgeschottet. Man kann nicht diese feste emotionale tiefe Bindung mit dem Partner und der Familie eingehen. Es wird immer eine Blockade geben. Ein sehr interessanter Punkt. Gerade bei uns Afghanen, da heiratet man ja eigentlich nicht nur die Frau, sondern die gesamte Familie. Genau. Wie würden Sie denn damit umgehen? Ich meine, Sie heiraten Ihre Frau, die Familie versteht Sie nicht und Ihre Familie versteht Ihre Frau nicht. Würde Ihre Frau auch Ihre zukünftige Frau, würde sie unter diesem Druck standhalten können, dass sie zwei Familien verpflegen muss und im besten Fall sogar drei, ihre zukünftige eigene Familie? Da klaffen zwei Kulturen gegeneinander, oder nicht? Naja, da hat man als Regelbrecher, sag ich mal, eine besondere Funktion, dass man in der konkreten Situation eine Vermittlerposition einnimmt. Man ist sozusagen dafür verantwortlich, dass die Eltern und die Gattin einerseits und die entfernten Verwandten und die Gattin andererseits sich miteinander verstehen. Dazu muss man sehr viel Arbeit leisten, klar. Man muss sehr viel Übersetzertätigkeiten auch mitbringen und auch versuchen, dem eigenen Partner sozusagen die Sprache näher zu bringen und umgekehrt auch. Aber das setzt doch sehr, sehr, sehr viel Geduld voraus, oder nicht? Ja. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ich meine, Sie übernehmen die Rolle des Schwiegersohnes, des Sohnes, des Ehepartners, des Vaters, des Dolmetschers und des Vermittlers. Ich meine, da wird doch sehr viel Druck auf Ihnen lasten, oder nicht? Sicher, aber ich denke, die Liebe ist der Nährboden für diese Geduld. Liebe, das ist ja auch ein interessantes Thema. Sehr romantisch. Was denken Sie, steht die individuelle Entfaltung, sprich die Liebe, den eigenen Partner auszusuchen nach freiem Willen, steht das eher im Vordergrund oder sollte man auch daran denken, was die Familie dazu sagt, wie es in Zukunft aussehen soll? Also grundsätzlich bin ich natürlich dafür, dass jeder Mensch hat das Recht, selbst glücklich zu werden und seine eigenen Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen und sein Leben so zu führen, wie er selber damit glücklich ist. Aber es ist halt in unseren Kreisen ein bisschen manchmal ein Tick schwieriger, weil wirklich dann auch die Familie eine große Rolle spielt und man hat zu denen eine sehr enge Bindung und man möchte sie ja auch nicht verletzen oder vernachlässigen oder einen komplett anderen Weg einschlagen als das, wie man erzogen wurde. Mhm. Nur ich bin der Meinung, dass man das ein bisschen verbinden kann. Das heißt, einerseits etwas die Familie sozusagen mit an Bord holen und ihre Erwartungen etwas sozusagen erfüllen, aber auch selber auf der anderen Seite glücklich zu werden. Das heißt, man muss das versuchen zu kombinieren. Also es ist eine sehr schwierige Sache, aber es lohnt sich. Eine Frage, ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Sie selber haben studiert, oder? Ja. Gut. Was, wenn der ideale Partner gar nicht in dem Kulturkreis zu finden ist? Was würden Sie dann machen? Das ist eine sehr, sehr knifflige Frage. Es kann natürlich sehr oft vorkommen, dass man im eigenen Kulturkreis nicht den Menschen trifft, mit dem man es sich vorstellen kann, ein ganzes Leben zu verbringen. Nur man muss sich halt wirklich klar sein, dass es einige extra oder zusätzliche Risiken oder Gefahren mit sich bringt. Und ich finde, dass die Ehe an sich schon was ja etwas Kompliziertes ist oder wirklich sehr viel Geduld, Energie und Feingefühl braucht. Und wenn man dann noch
diese extra Strapazen Faktoren. Auf sich nimmt, dann finde ich, ist es sehr schwer. Also ich kann mir das nicht persönlich so gut vorstellen. Denken Sie, Herr Hashimzada, Liebe allein reicht aus? Liebe allein reicht nicht aus, aber man hat natürlich ein gesundes Maß an Vernunft, was man mitbringen muss, ein gesundes Maß an Ähnlichkeiten auf charakterlicher Ebene, okay, das die heißt, nicht die allein Kultur durch würden Sie nicht als Basis sehen, sondern nicht den notwendigerweise, okay. Denn ich definiere Kultur überwiegend mit der europäischen Kultur, in der wir aufgewachsen sind, die wir im Kindergarten, in der Schule und auch im Universitätsbereich mitgegeben bekommen haben, durch die Professoren, durch die Lehrer und durch die Kommilitonen und Mitschüler. Ich hoffe, dass Sie nicht durch die rosarote Brille sprechen. Zu Beginn ist man ja natürlich immer euphorisch. Man lernt einen idealen Partner kennen, denkt, ach, was soll's, die Kultur ist ja egal, Hauptsache der Mensch stimmt. Was aber, wenn die Liebe im Laufe der Zeit erlischt, wenn die rosarote Brille auf einmal wegfällt und man realisiert, diese Person ist doch nicht die richtige Person? Ich meine, die Scheidungsquote ist verglichen zu den in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen. Und ich glaube nicht, dass ein Partner von einer anderen Kultur das dazu beiträgt, dass die Rate sinkt. Ich würde sagen, die trägt eher dazu bei, dass man sich doch noch schneller scheiden lässt, oder nicht? Naja, was, wenn die kulturellen Gemeinsamkeiten dahin scheiden? Beruft man sich dann auf die Liebe oder worauf beruft man sich dann? Das ist ja eine genauso plausible Gegenfrage. Die Frage ist ja letzten Endes, Liebe ist ja nicht anhaltend. Das heißt, wenn die Liebe erlischt, was bleibt übrig? Was ist denn die gemeinsame Basis? Das, was man sich bis dahin aufgebaut hat. Sprich, Haus, Auto, Kind, was auch immer. Was denken Sie? Naja, also ich finde grundsätzlich, dass die Liebe schon anhaltend ist, wenn es einen soliden Grundstein hat. Und dieser erste Grundstein, das erste Fundament muss wirklich mit Verstand, aber natürlich auch mit Herz und viel Liebe gegossen werden. Und wenn man sich gegenseitig wirklich versteht und sich unterstützt und wirklich versteht, wieso der Partner so sich verhält, wie er es gerade tut, dann ist da auch ganz, ganz viel Feingefühl dabei und man kann sich aufeinander abstimmen. Nur wie gesagt, wenn da wirklich dann unterschiedliche prinzipielle Ansichten aufeinandertreffen, dann bin ich immer noch der Meinung, dass es wirklich sehr viel schwerer wird, als wenn man schon sozusagen die Grundprinzipien dass man sich da einstimmt und die sozusagen abgehakt hat. Da muss man sich gar nicht mehr drüber streiten. Ich hoffe, Sie werden nicht aus Bequemlichkeit heiraten, nur weil niemals. Die Person dieselbe Sprache spricht, dieselbe Mentalität aufweist. Das werde ich niemals, denn ansonsten wäre ich jetzt schon sehr, sehr lange verheiratet. Okay, das ist gut. Welche Position hat denn Liebe für Sie? Die höchste, aber die Liebe, wie gesagt, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, entwickelt sich, indem man auf Gemeinsamkeiten aufbaut. Und diese Gemeinsamkeiten kommen geprägt durch die Kultur. Herr Hashimzada, würden Sie Ihre Kinder genauso erziehen, wie Ihre Eltern Sie erzogen haben? Selbstverständlich nicht. Ich denke, Erziehung ist immer eine Frage der Umwelt. Und in dem Punkt haben mich meine Eltern so erzogen, wie sie es aus ihrer Perspektive und sicherlich auch ein bisschen ein Stück weit auch durch ihre Erziehung mitgegeben bekommen haben. Und da das Umfeld sich, wie ich eingangs gesagt habe, verändert hat, kann man nicht mehr sozusagen das Schema A auf die Situation B anwenden. Man muss dann sozusagen ein neues Schema C sich ausdenken, was dann auf die Situation B anwendbar ist. Das heißt, Sie würden letzten Endes die afghanische Mentalität, die wir haben, die schon seit Jahren weitergegeben worden von Familie, von Kind zu Kind, würden Sie gar nicht weiter vermitteln, sondern eher eine Mischform. Richtig, eine Mischform sozusagen unter Zugrundelegung der Grundrechte, die hier in Deutschland geschützt und respektiert werden und der Werte, die meine Eltern mir weitergegeben haben, wie beispielsweise Respekt, Anstand, Vernunft und Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft und dergleichen. Aber stellen Sie sich nicht darunter vor, dass vielleicht Ihr Kind verwirrt wird? Ich meine, einerseits sagt Papa das und andererseits sagt Mama das. Ich meine, in welche Richtung soll das Kind dann tendieren? Verwirrt, weil ich ihm sage, dass er respektvoll mit seinen Mitmenschen umgehen soll, weil ich ihm sage, dass er nett zu seiner Oma und seiner Opa sein soll? Ich denke nicht. Nee, die Frage ist, die Wertvorstellung, die Sie vermitteln wollen Ihrem Kind, die ist ja allgemeingültig. Richtig. Aber es geht um afghanische Wertvorstellungen. Sprich, wenn die Gäste kommen, wie man die bedienen soll, wie respektvoll man mit den Eltern reden soll, wie man überhaupt, wie eigentlich überhaupt das Kind mit Älteren sprechen soll, wie das selbst aufwachsen soll. Ich meine, Ihre Frau könnte vielleicht der Meinung sein, dass die eigene Tochter einen Freund haben soll und Sie sind dagegen. Wie wollen Sie dieses Problem dann lösen? Diese Konfliktthemen kann man immer wieder durch eine Diskussion lösen. Das ist ja die gleiche Situation, wie wenn Sie beispielsweise mit einem Freund einen Streit haben oder im Bundestag, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Da ist man sich ja auch nicht immer einer Meinung und man trifft eine
Entscheidung, indem man die verschiedenen Ansichten miteinander in Einklang bringt und versucht, die Vorzüge und Nachteile der jeweiligen Ansicht miteinander in Einklang zu bringen. Frau Mahdavi, würden Sie gerne Ihre Kinder so erziehen, wie Sie erzogen worden sind? Zum Teil ja. Also ich glaube, meine Eltern haben schon vieles richtig getan. Und dafür bin ich Ihnen auch natürlich sehr dankbar, dass Sie sich so viel Mühe gegeben haben. Und ich wäre natürlich heute nicht da, wo ich bin, ohne Sie. Wenn man aber in einer anderen Umgebung aufwächst als die eigene Kultur oder außerhalb seines eigenen Landes, dann sind da automatisch einige Faktoren dabei, die sogar unbewusst in uns einfließen, und die nimmt man dann auf und das wird dann weitergegeben. Aber grundsätzlich die Werte oder die Wertvorstellungen, die meine Eltern mir vermittelt haben, die möchte ich natürlich auch sehr gerne auch beibehalten und meinen eigenen Kindern vermitteln. Und natürlich auch die ganzen Vorzüge, die Kultur, die wir hier haben, auch hat, und in der Gesellschaft, in der wir leben, möchte ich auch mit einfließen lassen, das miteinander kombinieren. Das ist interessant. Das heißt, Sie sind komplett gegen der Erziehungsstrategie, sage ich mal, von dem Herrn Hashemzada, der nicht wirklich die Kinder so erziehen möchte, wie seine Eltern ihn erzogen haben. Würde so jemand wie Herr Hashemzada in Frage kommen, wenn Sie ihn heiraten würden? Ich bin schon vergeben. Also das daran festzumachen, ob er seine Kinder so erziehen würde, wie seine eigenen Eltern und ich das auch machen würde oder nicht, und ob wir uns dann da einig sind und darauf basierend zu entscheiden, ob wir füreinander gemacht werden, das ist, glaube ich, ein bisschen zu leicht gestrickt. Da sind wirklich sehr, sehr viele andere Faktoren noch mit einzufließen, wie zum Beispiel, wie gesagt, wie unsere Wertevorstellungen, haben wir dieselben Ziele im Leben, sind wir in derselben Richtung, können wir uns einander gegenseitig verstehen oder uns dazu verhelfen, sozusagen selber auch aufzublühen, unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ja. Diese Punkte natürlich sind auch sehr wichtig. Herr Hashemzada, würden Sie sagen, dass Sie zu europäisch denken? Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, man kann zu wenig europäisch denken, denn in der heutigen Gesellschaft ist das das, worauf es ankommt. Sie selber haben quasi zwei Kulturen inne. Einerseits die europäische, andererseits die afghanische. Zusätzlich kommen unter Umständen vielleicht zwei weitere Kulturen seitens der Frau. Letzten Endes sind es vier Kulturen, die Sie auf Ihre Kinder weitergeben müssen. Wie wollen Sie das schaffen? Vielfalt schadet nicht. Sind Sie der Meinung? Wie gesagt, ich denke immer noch, dass Sie sehr, sehr idealistisch denken. Das ist alles sehr romantisch, aber man muss halt wirklich, wenn es zu dem Ernst des Lebens kommt, wirklich zum harten Alltag kommt, dann kann man da nicht noch sagen, ja, also Vielfalt ist natürlich sehr schön, und sich dann daran klammern. Da muss man wirklich dann konkreter werden. Sie denken in meinen Augen auch ein bisschen schematisch und denken so A, B, C. Wenn das nicht ist, dann gibt es kein D. Also Sie müssen natürlich auch die Augen öffnen und sich ein bisschen der Gesellschaft ein bisschen öffnen. Ja, also ich bin sehr, sehr offen in dieser Gesellschaft und ich habe mich auch sehr gut integriert. Nur ich finde, dass die Interaktion mit meinen Mitmenschen noch was anderes ist als die Ehe an sich. Das ist so ein bisschen das Differenzieren, was ich tue. Ja, aber vielleicht ist auch eine Kombination aus uns beiden gar nicht so genau, schlecht. Genau, warum nicht? Ich meine, das ist letzten Endes ja jedem selbst überlassen, wen er heiraten möchte. Heiratet man aus Liebe, heiratet man aus Vernunft? Die Partnerauswahl, die ist ja nicht so einfach, wo die Liebe letzten Endes hinfällt. Nur reicht die Liebe aus? Wir müssen aber bedenken, dass jede Entscheidung, die wir treffen, auch Konsequenzen mit sich zieht. Sei es die Konsequenzen, die unsere Familie betrifft, unsere Freunde, unsere Mitmenschen. Aber letzten Endes ist es jedem selbst überlassen, wie er sein Leben zu führen hat. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen beiden. Vielen Dank, Frau Elham Mahdavi. Und vielen Dank, Herr Tarek Hashemzada. Und außerdem bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, liebe Zuschauer. Das war die Pilotfolge von Afghanistan mit dem Thema Hochzeiten zwischen der gleichen oder unterschiedlichen Kulturen. Und ich freue mich, wenn Sie in Zukunft wieder einschalten. Vielen Dank.